Gewaltige vulkanische Aktivitäten unseres Planeten machen deutlich, dass die Erde voller Energie steckt. Energie, die einmal gebändigt, wärmt und schützt. Unermüdlicher Forschungsgeist und erhebliche Investitionen haben es möglich gemacht, die Energie zu nutzen und nahezu verlustfrei zu speichern. Heimgas, größtes kommunales Gasversorgungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland. Umstrukturierungen und Aufbau dezentraler Betriebe, regionale Eigenverantwortlichkeit und kundennahe Wahrnehmung von kaufmännischen und technischen Aufgaben führten vom reinen Gasversorgungs- zum modernen Dienstleistungsunternehmen von heute. Grundlagen für den Erfolg, die richtige Motivation sämtlicher Mitarbeiter und der Wille, neue Wege zu gehen. Heimgas. Das sympathische Großunternehmen. 150-jährige Tradition, Kompetenz, Innovation. Im modernen Sinne hanseatisch geblieben. Heimgas gehört zu Hamburg wie der Michel und der Hafen. Wirkt weit über Hamburgs Grenzen hinaus. Die Hamburger Gaswerke versorgen von Jahr zu Jahr mehr Kunden mit Erdgas. 1990 bereits mehr als 500.000. Geliefert wird über Hamburgs Grenzen hinaus in mehr als 130 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Mit jeweils über 40% sind Industrie und Gewerbe sowie private Haushalte die Hauptabnehmer. Hamburgs Erdgas kommt zum größten Teil aus der Nordsee. Aus den Ekofisk-Lagerstätten unter dem Meer wird es über Pipelines nach Emden geleitet und hier in das europäische Verbundnetz eingespeist. Erdgas fließt kontinuierlich. Die Abnahme schwankt jedoch sehr stark zwischen Sommer und Winter. Deshalb muss das Gas gespeichert werden. Die Hamburger Gaswerke speichern ihr Gas im Untergrundspeicher Reitbrook im Osten Hamburgs. Reitbrook war einst das wichtigste deutsche Ölfeld. Seine geologische Formation ist im späten Jura von einem gewaltigen Salzstock aufgewölbt worden. Vor 120 Millionen Jahren ist dieser Prozess zur Ruhe gekommen. Eine Oberkreideschicht über dem Salzstock dient heute als Lagergestein für das Erdgas. Die Lagerstätte ist mit einem sehr engmaschigen, feinen Netz von Hohlräumen, sogenannten Klüften, durchzogen. Diese Klüftigkeit und die Porosität machen das Gestein zum Speichern von Erdgas so hervorragend geeignet. Das gesamte Speichergebiet von Reitbrook hat eine Ausdehnung von über 4 Quadratkilometern. Der Untergrundspeicher wird von der Zentrale über 4 Sternpunkte betrieben. Diese Sternpunkte sind mit 35 Einpress- und Entnahmesonden verbunden, die bis in das Speichergestein reichen. Das Speichergestein liegt in einer Tiefe von 600 bis 800 Metern und hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 20 Metern. Die Speicherkapazität Reitbrooks ist noch nicht erschöpft. Sie kann über die heutigen 270 Millionen Kubikmeter hinaus erhöht werden. Bei Bedarf werden dann neue Bohrungen abgeteuft. Am 1. April 1973 nahm der Untergrundspeicher Reitbrook seinen Betrieb auf. Seitdem verfügen die Hamburger Gaswerke über einen der leistungsfähigsten deutschen Erdgasspeicher.
Perfekte Technik für eine wirtschaftliche und sichere Energieversorgung. Sämtliche Anlagen wurden von den Hamburger Gaswerken geplant und erstellt. Der Untergrundspeicher Reitbrook ist ein Porenspeicher mit aquiferem Verhalten. Beim Einpressen des Erdgases in das gewölbte Speichergestein wird das anstehende Lagerstättenwasser verdrängt. Bei der Entnahme presst dieses Wasser dann das Gas durch die Bohrungen empor. Die Anlage wurde in Zusammenarbeit mit Architekten und Landschaftsplanern so gestaltet, dass sie sich harmonisch in die Umgebung der Elbmarsch im Osten Hamburgs einfügt. Das Gas durchfließt vor dem Einspeichern eine Reihe von Stationen. Reinigung, Vorwärmung, Verdichtung und Messung. Über das Fernleitungssystem des Vorlieferanten gelangt das Erdgas nach Reitbrook. Bevor es hier gemessen und verdichtet werden kann, wird es zunächst gereinigt. Staub- und Wasserpartikel müssen dem Gas entzogen werden. Erste Station, der Prallabscheider. Hier schlägt das unter hohem Druck einfließende Erdgas auf ein Prallblech. Dabei fallen die groben Verunreinigungen aus. Sie sammeln sich im Unterteil des Prallabscheiders, in den der Gasstrom eingeleitet wird. Das jetzt aufsteigende Gas wird über ein zweites Prallblech durch ein Filterkissen geführt. Zweite Station, der Filter. Auch hier dient das Unterteil als Flüssigkeitssammler. In einem kegelförmigen Prallblech werden feinere Partikel festgehalten. Die Endreinigung erfolgt dann in einem doppelten Demisterpaket, massiven Filtern aus Runddraht gestrickt, durch die sich das Gas hindurchpresst. Letzte noch verbliebene Verunreinigungen fängt eine Filterkerzenbatterie ab. Für die Messung der gereinigten Erdgasmenge muss der Gasdruck gesenkt werden. Um die dabei auftretende Abkühlung auszugleichen, wird das Gas in einem Heater vorgewärmt. Er ist mit Wasser gefüllt, das durch Brennrohre erhitzt wird. Durch dieses Wasserbad wird das Erdgas auf eine festgelegte Temperatur gebracht. Moderne Wirbelgaszähler registrieren exakt die abgenommene Gasmenge. Für die Einspeicherung wird das Erdgas so weit komprimiert, dass der Druck des Lagerstättenwassers in 700 Metern Tiefe überwunden werden kann. Dieses leisten 5 Gasmotorverdichter. Sie können bis zu 100.000 Kubikmeter Gas je Stunde in das Speichergestein einpressen. Die gesamte Lenkung des Gases, sowohl im Ein- wie auch im Ausspeicherbetrieb, wird aus der Messwarte über ein Schieberkreuz gesteuert. Im Ausnahmefall können die Kugelhähne des Schieberkreuzes manuell eingestellt werden. Der Weg des Erdgases führt so in die Tiefe, bis es in den Wintermonaten dem Speicher wieder entnommen wird. Bei der Entnahme des Erdgases aus dem Speicher durchläuft es wieder verschiedene Aufbereitungsstationen: Filter, Heater und Trockner. Durch die Einlagerung im Speichergestein nimmt das Erdgas Feuchtigkeit auf.
In speziellen Trocknern muss dem Gas nach dem Ausspeichern das Wasser entzogen werden. Hierzu durchströmt es zunächst einmal einen Filter. Der eigentliche Trocknungsprozess geschieht dann mit dem stark wasserbindenden Triethylenglykol. Es wird fortlaufend von oben in 6 Thurmann-Tunnelböden geleitet. Das Gas wird im Gegenstrom durch ein sehr feines System von Glykolwannen gepresst, die sich in diesen Tunnelböden befinden. Dabei entzieht das Glykol dem Gas die Feuchtigkeit. Die Demisterpakete am oberen Gasaustritt verhindern ein Mitreißen des Glykols. Bevor das Gas in den Hamburger Erdgasring eingespeist wird, messen Turbinenradzähler die dem Speicher entnommene Menge. Über 100 Millionen Jahre lagerte in der Tiefe Reitbruchs Erdgas, gespeichert unter hohem Druck, sicher durch die besondere Geologie. Genauso sicher lagert dort heute das eingepresste Erdgas der Hamburger Gaswerke, die Energiereserven Hamburgs. Einziger Weg an die Oberfläche sind die Speichersonden. Sie wiederum sind durch unterirdische Schnellschlussventile gesichert, die in die Bohrung eingebracht sind. Sie schließen sich automatisch mit dem Gasstrom, sollte eine oberirdische Entnahmeleitung undicht sein. Das Verhältnis von Arbeits- und Kissengas bestimmt die Wirtschaftlichkeit eines Porenspeichers. Nur das Arbeitsgas kann dem Speicher entnommen werden. Kissengas bildet den Druckpuffer, der auf jeden Fall im Speicher verbleiben muss. Reitbruch ist besonders leistungsstark mit einem Verhältnis von 1 zu 0,6 bei einem gegenwärtigen Volumen von 270 Millionen Kubikmetern Arbeitsgas. Der Speicher Reitbruch wird nicht unter einen Kissengasdruck von 40 Bar entleert. Aufgefüllt wird der Speicher bis zu einem Druck von 75 Bar. 10 Bar weniger als der Druck, der über Millionen Jahre in den geologischen Tiefen Reitbruchs bestanden hat. Im Winter wird dem Speicher die größte Menge Gas entnommen. Im Frühjahr beginnt dann die kontinuierliche Einspeicherung, die mit Beginn der Heizperiode abgeschlossen ist. Die Leistung des Speichers Reitbruch ist so groß, dass er den Spitzenbedarf im Winter zur Hälfte decken kann. Mit dem Untergrundspeicher Reitbruch hat sich Hain-Gas die Natur zunutze gemacht. Wo Gas und Öl über Jahrmillionen lagerte, wird heute wieder Gas gelagert, eingespeichert. Sanfte Technologie im Einklang mit der Natur. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung.